Ja, Bern ist nicht das Silicon Valley, aber trotzdem gibt es hier sehr viele Gründer und Gründerinnen. Und was braucht es, damit wir zukünftig noch mehr Startups in unserer Hauptstadtregion Bern haben und sie sich hier zu Hause fühlen? Wie können wir spezifisch auch Frauen in Startups unterstützen? Immer noch ist dort die Quote ziemlich tief. Genau das wollen wir jetzt diskutieren mit unseren Innovationsexperten und Expertinnen, Coaches aus Bern. Was braucht es und wieso tut Bern nicht mehr zur Förderung von Startups? Mit mir in der Runde ist Christine Weber. Sie treibt neue Initiativen in der Innovations- und Startup-Förderung an als Coach, Expertin und Beirätin. Unterstützt die Unternehmensentwicklung und Innovationstransfer bei Startups, Wirtschaft und Forschung. Und aktuell baut sie als Projektleiterin des CITIM Startup Club einen sogenannten Hub für MedTech-Startups auf. Da wollen wir natürlich noch mehr dazu hören. Was ist so ein Hub? Was ist so diese MedTech-Startups? Neben mir ist Friederike Asael. Sie ist Mitgründerin des Impact Hub Bern. Schon wieder dieses Wort Hub. Der Impact Hub unterstützt soziales, nachhaltiges Unternehmertum und speziell ist Friederike zuständig für die Diversity-Programme im Impact Hub. Dann auf der anderen Seite Jeremias Jurt von Beardvance, der Innovationsförderungsagentur des Kantons Bern, für alle, die es nicht wissen. Und Jeremias ist dort für die Startup-Programme zuständig und seit kurzem auch selber bei einem dabei, hat sozusagen die Seite gewechselt. Genau. Und zuletzt Claudine Sever. Claudine hat so viele Hüte, aber heute ist sie hier als Vertreterin der Hauptstadtregion Schweiz, die vernetzen will über den Horizont der Stadt Bern hinaus. Und Claudine ist sowohl beruflich wie auch privat im Innovationsbereich unterwegs und unterstützt dort Unternehmertum. Ja, ich habe es eingangs gesagt, Bern ist nicht das Silicon Valley und jedes Jahr gibt ja die Bilanz wieder ihre 100 Startups der Schweiz raus. Und auch dieses Jahr war ja wieder Bern mit 4 kleinen Startups vertreten, während Zürich mit 46 hinausschwingt. Claudine, können wir überhaupt mithalten mit sowas wie Zürich im Bereich Startups oder ist einfach mit ETH, Google, der Finanzbranche, die dort ist, ist Bern da chancenlos? Nein, das würde ich wirklich nicht sagen. Wir müssen unsere Stärken einfach ein bisschen bewusster sein. Wir sind der zweitgrösste Industriekanton. Also wir haben eine wunderbare Fachhochschule, wir haben ganz viel, gerade im MedTech, da wird Christine uns noch sagen, ganz viele gute Themen. Wir müssen einfach ein bisschen mehr den unternehmerischen Spirit, das mal zu wagen, zu haben. Und dann ist aber sicher natürlich auch, welche Visibilität man bekommt. Und ich glaube, Zürich macht das ein bisschen besser und wir müssen dort ein bisschen aufholen, dass wir diesen Startups oder diesen jungen Ideen, die es in unserer Region gibt, ein bisschen mehr Visibilität geben. Das heisst vor allem mehr Sichtbarkeit schaffen. Absolut. Weil die Ideen sind da. Also, ich habe wirklich ganz fest überzeugt, dass Bernerinnen und Berner nicht weniger begabt sind als Zürcherinnen und Zürcher. Das ist wichtig. Aber wir haben vielleicht andere Stärken. Wir sind vielleicht ein bisschen in einem anderen Fokus drin. Aber so ein bisschen der unternehmerische Spirit, den ein bisschen mehr vortragen und nicht einfach nur Beamtenstadt sein, wenn wir jetzt da wirklich Klischees drin sind. Wir denken, dort müssen wir auch ein bisschen noch unserem Selbstbewusstsein arbeiten. Mhm. Ja, Jeremias, du hast ja mit vielen Startups zu tun gehabt, bis jetzt schon in deiner Beardvance-Karriere. Was macht Bern richtig? Ich glaube, Bern macht ganz viel richtig. Oder das, was du jetzt gesagt hast, das stimmt. Ich glaube, die Visibilität, also ein bisschen das Mindset ist vielleicht in Bern ein bisschen anders. Man ist mehr ein bisschen bescheiden, man ist ein bisschen unter sich. Was Bern sehr richtig macht und auch einzigartig ist, dass wir zusammenarbeiten. Oder? Wir sehen es hier, CITEM, Impact Hub, Zentrum für Innovation und Digitalisierung, Switzerland Innovation Park, Uni BFA, das sind alles Player, die miteinander arbeiten. Wir haben auch als erster Kanton von der Schweiz mit BeConnected eine Plattform entwickelt, wo wirklich alle Institutionen ihre Angebote können, zusammenstellen und wo jeder, der daheim jetzt hockt auf beconnected.ch, mal sich anschauen kann, was gibt es denn alles für coole Angebote für die Innovationsförderung. Und ich glaube, dass der enge Austausch ist etwas, was wir sehr richtig machen. Ich glaube, auch manchmal, gerade im Start-up-Bereich, ist eine gewisse Bescheidenheit gar nicht so schlecht. Ja, die Berner Bescheidenheit, Friederike, der Impact Hub ist ja auch schweizweit unterwegs. Siehst du das auch als einen Bonusfaktor von Bern oder braucht es eben weniger Bescheidenheit, damit Claudines Visibilität erhöht wird?
Ich finde, Schweizerdeutsch, es braucht ein bisschen beides. Also ich persönlich, der nicht von Bern komme ursprünglich, ich schätze eigentlich die Bodenständigkeit, Bescheidenheit. Es ist viel Erdiges da dabei. Viele Menschen schätzen zum Beispiel authentisch sein als ein hohes Gut ein. Und jetzt, in Zürich haben wir sich ein bisschen darüber streiten. Also ich finde das grundsätzlich etwas sehr Gutes. Und andererseits kann man natürlich auch sagen, hey, lasst uns auch nicht nur kleine Küchli backen, sondern nach den grossen Küchli und Brötli auch Ausschau halten und die auch forcieren und entsprechend unsere Projekte, Startups und so weiter vorantreiben. Sehr schön. Und wir haben schon unsere ersten Fragen aus dem Publikum. Und ich würde sagen, Christine, perfekter Einstieg für dich. Was macht denn Bern zur Förderung von Startups? Du kennst ja einige Bereiche. Was passiert denn so in Bern? Also grundsätzlich kann ich gerade mal auf den Irobias verweisen. Also ich finde, Be Advanced, einfach das Unternehmertum zu fördern, macht Be Advanced einfach super. Die haben einfach Programme, die teilweise knallhart sind, aber sehr effektiv sein. Da müssen die Startups durchlaufen. Ich bin zum Beispiel extrem Fan von der Be Advanced Challenge, wo die Startups in 3 Monaten eine Kundenvalidierung machen müssen, Problem Solution Fit. Also gibt es überhaupt ein Problem, das ich lösen will mit meiner Innovation? Und das ist ganz wichtig am Anfang, damit die Firmen in die richtige Richtung laufen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, obwohl vielleicht willst du es später ausführen, kommt hinter zum Punkt, eine Entscheidung zu treffen. Ich mache weiter, ich breche ab. Oder ich mache was anderes oder gehe in eine andere Richtung. Und dann gibt es natürlich noch spezifische Initiativen. Jetzt, ich bin jetzt Projektleiterin für den Sitem Startup Club, wo wir eben MedTech-Startups fördern. Und das ist, glaube ich, greift auch ein bisschen auf, was ihr vorher gesagt habt. Dieses, wir müssen einfach die Stärken nutzen, die am Standort sind und auch, wo wir uns positionieren. Dieses Konstrukt der USP mit dem Inselcampus Bern. Das gibt es in der Schweiz so nicht, dass alles an einem Ort ist und da wir auch das einfach nutzen können und wollen und müssen, Med und Tech zusammenzubringen, BFH, die Unis, die Techniker, die Ingenieure, die braucht es ja für Medizinaltechnik und natürlich die Mediziner, das Klinische und das ist jetzt mal eine spezifische Initiative. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Es gibt Finanzierung. Standortförderung Bern natürlich, Bern Invest. Es gibt Are Ventures, das Business Angels Club. Und du hast vorhin die Top 100 genannt. Das ist jetzt eine Zahl. Man muss aber auch wissen, wie diese Top 100 entstehen, weil die meisten Experten, die dazu eingeladen werden, kommen vielleicht auch aus anderen Regionen. Mhm. Erstens. Und das sind die Top 100, ist einfach ein Rating. Aber wo wir extrem aufgeholt haben in den letzten Jahren, ist Investments in Berner Startups. Und da gibt es dann noch andere, den Swiss Venture Capital Report. Und das ist, da sieht es nämlich anders aus in Bern. Da holen wir deutlich auf und das freut mich extrem. Das bringt mich eigentlich wieder zurück zu Claudine, denn wir hören, wir müssten vielleicht mehr Lobbying betreiben, damit wir mehr Sichtbarkeit bekommen für die Startups, die wir haben. Ja, also Christine hat es gerade gesagt, oder? Wer bewertet das? Oder von welchem Medium kommt das raus? Ihr habt vorher, der vorherige Talk war gerade über die Medienwelt. Also wir haben natürlich schon ein bisschen einen Nachteil, dass wir zum Teil nur sehr regionale Medien haben, dass es zum Teil wirklich nicht ganz gut funktioniert. Und ich denke, dort, oder, die Visibilität, das Lobbying, die Medienarbeit, das ist schon das Erste. Immer mal hinten dran schauen, was sind das für Zahlen, wie kommt so ein Ranking zustande. Und nachher das Lobbying ist aber jetzt mehr ja, in der Verwaltung, Kanton, da haben wir jetzt gehört, ich glaube, da macht Bern wirklich sehr einen guten Job. Hat sehr viel aufgeholt. In den letzten Jahren. Also ich höre die Feedbacks überall eigentlich sehr positiv. Aber auch von den etablierten Firmen, die sagen, für uns ist es ja auch interessant, wir holen uns Inspiration bei so jungen Firmen, die dort herkommen. Also es geht dort auch zusammen. Also die Vernetzung, das läuft wirklich sehr gut. Lobbyieren nachher zum Beispiel bei einem Berner Grossrat? Ja, unbedingt. Ich habe manchmal das Gefühl, die sind sehr weit weg von unserer Welt hier. Und dass man das wirklich muss bekannt machen muss. Und dort braucht es eben auch wieder die Medien oder einen Anlass oder eben Berner Digitaltag, wo man das ausbreitet. Also, dass die Leute sich einfach stolz sind, das kann ich austragen. Dort ja, braucht es schon noch ein bisschen Lobbying von uns allen. Und Claudine, du hast ja gerade schon angesprochen, also eben die Vernetzung, die stattfindet auch mit den Unternehmen. Vielleicht wird es gerade aufbringen, und zwar, wir haben auch noch eine zweite Frage aus dem Publikum, nämlich, was ist der Mehrwert, wenn die Stadt Bern Gründerinnen und Startups fördert? Ja, Jeremias, warum sollte Bern die überhaupt fördern? Also ich meine, die Startups, die gut sind, die schaffen es ja wohl auch ohne die Stadt.
Ja, also ich glaube, das ist, hat eine Signalwirkung einerseits. Also es ist wirklich so, wir haben auch immer mehr Ansiedlungscases. Das freut mich extrem. Oder? Da kommen Leute von der ETH, von der EPFL und schielen so nach Bern und sehen, okay, wir arbeiten irgendwie strategisch und es hat Substanz. Ich glaube, der Mehrwert, wenn die Stadt Unternehmer und Unternehmerinnen unterstützt, ist klar, dass der Zugang einfacher wird und es schafft Attraktivität und es schafft auch eine gewisse Verbundenheit, dass man das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Und ich glaube, was Sebastian Fries und mit der Amann hier passiert, ist wirklich einzigartig und das ist super cool, weil du kannst wirklich den Startups sagen, wir haben ein cooles Ökosystem, wir haben gute Partner und wir haben wirklich auch politisch Rückenwind, dass solche Sachen entstehen können. Und ich glaube, das kann manchmal auch der Tipping Point sein, wo sich jemand entscheidet, und sagt, okay, komm, ich mache das, weil ich glaube wirklich, hier ist der Boden gut, um zu wachsen. Mhm. Claudine, du willst da gerade noch ergänzen? Ja, ich will noch schnell anhängen, neben dem, was haben wir davon? Wir haben aus Stadt etwas davon, wir haben aus Region etwas davon, weil wir wollen ja auch, dass die jungen Menschen Talent hier bleiben, sich hier können entfalten, entwickeln und dass wir eben das Image von der Stadt Bern noch ein bisschen ummodeln können. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass das eben auch die breite Bevölkerung merkt. Das sind nicht irgendwelche Hipster, die da jetzt elitär in etwas im Innen sind, sondern das sind ganz, zum Teil wirklich handwerkliche Sachen. Also auch die Startups sehen, das finde ich wirklich wahnsinnig spannend und dass wir aus Stadt, aus Standort profitieren, wenn wir unseren jungen Menschen Karrieremöglichkeiten machen auf allen Stufen. Und das eben nicht nur universitär und Hightech ist, sondern auch sehr viel im Handwerklichen. Ja, und ich glaube auch, die Startups von heute sind die KMUs und Unternehmer der Zukunft. Oder? Und wenn es auch nicht funktioniert und manche scheitern, das ist normal, aber man lernt so viel. Und wenn man danach in einen KMU geht oder auch in einen Corporate, man nimmt extrem viel mit. Und ich glaube, das ist genau das. Oder? Man schafft eine Generation von Leuten, die wagen, etwas zu tun. Mhm. Und das ist wichtig. Also es geht ja nicht nur um die Förderung von ganz spezifischen Startups, die braucht es auch, aber es geht auch um die grossen Plattformen, wo jede Stadt braucht, aus meiner Sicht. Also Plattformen für Innovation, für Vernetzung, für Inspiration, wo überhaupt so laborartige, werkstattartige Sachen entstehen, wo dann auch sehr, sehr viele Leute davon können profitieren und weiterkommen. Also es ist ja nicht nur die spezifische Förderung von einzelnen Firmen. Von dem her unbedingt muss das Stadt Bern machen. Und ist das auch für dich die Definition von einem Hub? Für alle, die jetzt zuschauen und vielleicht nicht wissen, was ist so ein Hub? Was soll das heißen? Ist das für dich auch das, was ein Hub ausmacht, diese Plattform zu sein? Unbedingt. Also eine Plattform sein für alle, die möchten etwas gestalten, etwas machen, die Welt möchten vorwärts bringen, die vielleicht auch im Kleinen anfangen und das kann dann etwas Größeres geben. Dort, wo sie andere Menschen kennenlernen, Macherinnen, Macher, sie können austauschen auf Augenhöhe, come as you are, sie können dort starten, wo sie sind und aus dem kann ganz viel Magie entstehen. Mhm. Auf jeden Fall. Christine, was ist für dich ein Hub? Was ist euer Hub? Du meinst den Situ MedTech Hub. Mhm. Also es ist einerseits ein physischer Space, es ist ein Gebäude, das jetzt wirklich dafür ausgelegt wird, die MedTech-Community in Bern, also besonders im innovativen Startup-Bereich, zu fördern. Aber andererseits ist das Hub ja nicht nur, oder der Hub nicht nur ein Space, sondern auch einfach ein Konzept auf eine Art und Weise, wie du es einfach gerade gesagt hast, da soll alles zusammenkommen, bei uns soll zusammenkommen, dass die MedTech-Startups, die teilweise auch sehr spezifische Anforderungen haben, zum Beispiel im regulatorischen Bereich, also Qualitätsmanagementsystem und so weiter, klinische Sachen, zusätzlich zu den Standard, sag ich mal, unternehmerischen Herausforderungen von Startups, dass sie diesen Support dort bekommen. Und da kommt dann alles zusammen, was heißt Coaches, Experten, das Netzwerk. Und wir machen das eben ja nicht alleine, sondern wir machen das in dem Berner Ökosystem, Berner Innovationsökosystem. Und das, finde ich, müssen wir eigentlich auch nochmal ganz, ganz klar hier rausstreichen. Ich finde, das ist auch unser USP in Bern. Mhm. Weil im Moment, oder jetzt ist es wirklich schon so weit, wenn irgendwo ein Startup reinkommt in das Innovationssystem, sei es, kommt beim Impact Hub an oder bei Be Advanced, die werden relativ schnell an die richtigen Stellen weitergeleitet. Und das ist doch toll. Also ich meine, das muss man wirklich sagen, das funktioniert hier inzwischen super. Und das ist auch das, was wir weiter ausbauen wollen. Das heißt, mit dem Situm Startup Club wollen wir auch ein Teil vom Ökosystem sein. Und wir arbeiten zusammen mit Be Advanced, mit dem Switzerland Innovation Park und so weiter, mit Are Ventures. Also das soll ja einfach immer weiter komplementär sein. Wir wollen das ganze Ökosystem stärken. Aber
Aber ich höre, es gibt ein sehr intaktes, gutes Ökosystem. Und du hast ja vorhin auch schon die Biedwanz Challenge angesprochen. Deswegen, Jeremias, ich möchte dich fragen, werden vielleicht Startups in Bern zu viel gefördert, dass sie eigentlich zu lang überleben? Müssen sie studieren, die Challenge kommen, um herauszufinden, dass sie schon längst aufhören sollten? Ja, das ist sicher nicht schlecht, oder? Das ist ein, ich kann Schweizerdeutsch, das ist ja ein Teil von meinem Job, der manchmal nicht so einfach ist. Oder ich muss auch manchmal ein bisschen desillusionieren oder ein bisschen auf den Boden zurückbringen. Und man muss immer das Feingefühl haben zwischen Motivation unterstützen und Wege aufzeigen und gleichzeitig auch realistisch sein. Und irgendwie, ich sehe das jetzt selber, es ist nicht ein Zuckerschlecken, ein Start-up aufzubauen. Und ich glaube, die Marktvalidierung, und das ist genau das, was jetzt eben auch Zürcher und Lausanne und überall kommen, die Leute interessieren sich für das, was wir in der Challenge machen, früh rausgehen, früh mit Kunden reden und schauen, was wollen die Leute eigentlich und funktioniert das oder funktioniert es nicht. Das vorher machen, bevor man viel Geld und Zeit investiert hat, das ist mega wertvoll. Und also ich wünsche mir eigentlich, dass jede Unternehmerin und jeder Unternehmer mit einer coolen Idee in die Challenge kommt. Wir können das auch noch skalieren, wenn das muss sein. Aber dass wir wirklich sagen, wir arbeiten Substanz. Und der erste Schritt ist in Bern einfach mal Marktvalidierung, Business Case durchleuchten. Und nachher basierend auf dem kann man dann auch wirklich stringent aufbauen und das mit einfacheren Zugang zu Investorinnen, Investoren. Das ist schon eine schöne Qualität, ja, die man unbedingt mit beibehalten. Also das heißt, erstmal gucken, braucht es überhaupt jemand, bevor man da den Startup Beauty Contest, wie sie so schön heißen, die vielen Awards mitmachen geht. Genau, also ich glaube, Awards auf der Bühne rumtanzen ist nicht unbedingt the way to success, sondern es ist mehr arbeiten, mit Kunden reden, rausgehen, super rechnen und immer wieder pivotieren oder anpassen und sich annähern in dem, was dann schlussendlich Leute wirklich wollen. Also das kann ich wirklich auch noch unterstützen, noch mal hervorheben, dass in Bern ganz, ganz viel soziale und ökologische Innovation vorhanden ist. Very, very early stage. Und da sind wir alle gefordert, das wirklich auch zu fassen und weiterzuentwickeln. Und da gibt es die Challenge, da gibt es unseren Lean Innovation Award, da gibt es den Circular Economy Transition oder den Incubator. Und für das gibt es ganz viel Gefäß. Und da draußen sind so viele Ideen und die müssen wir alle gemeinsam helfen, wirklich auf den Boden zu bringen, zu validieren und zu schauen, was daraus werden kann. Mhm. Ja, ich will noch mal zurück zum CTEM Startup Club. Warum gerade MedTech? Also wieso überhaupt auf eine Branche fokussieren und dann warum MedTech in Bern? Ich hatte es ja am Anfang schon mal kurz angeschnitten. Wir haben einfach mit dem Inselcampus ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal. Da sind die ganzen Fakultäten an einem Ort. Und das ist das, was es auch stark macht. Und da wollen wir natürlich auch die Synergien weiter nutzen. Dann gibt es auch weitere Initiativen wie das CTIM Insel, also das Schweizerische Institut für Translationale Medizin und Unternehmertum, wo auch schon wirklich Firmen zusammengebracht werden. Aber jetzt, der CTIM Startup Club, das wirkt jetzt für die Startups. Das heißt, dass sie einfach früh gefördert werden. Und MedTech, ich meine, da haben wir einfach schon eine ganz lange Geschichte in Bern. Ich meine, Haag, Streit, CSL, Behring sind große Firmen, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und Bern ist da auch bekannt für. Und genau das wollen wir auch weiter stärken. So sagen wir stärken einerseits den Standort, aber natürlich auch den Medizinalstandort Bern mit diesen Initiativen. Und auch man kann auch sagen, okay, wo ist auch die Glaubwürdigkeit da? Mhm. Ja, würden wir jetzt sagen, Bern, wir gehen jetzt ins Fintech. Naja, das gibt es ja schon. Also ich meine, da ist einfach die Glaubwürdigkeit da, weil hier wirklich die Aktivitäten und das Know-how da ist. Deswegen, ich möchte mal kurz zum Mehrwert kommen. Weil Mehrwert ist ja auch Know-how-Generierung und Umsatzsteigerung. Also wenn die Firmen da erfolgreich werden, das stärkt ja den Standort. Und wir wollen ja auch die Wirtschaft fördern, sozusagen. Mhm. Verschiedenen Ebenen. Sehr schön. Das heißt, Claudine, für dich auch Wirtschaftsförderung durch Start-up-Förderung. Kann man das so zusammenfassen? Es ist sicher ein Teil dazu. Und ich denke, eben genau das, was wir am Anfang gesagt haben, wissen, was meine Stärken sind für Bern und gerade auch für die Hauptstadtregion. Es ist eben nicht nur Bern, es geht weiter. Oder? Es ist der ganze Biel-Konstrukt, es ist Solothurn mit Ipsomed, es ist in Freiburg auch mit dem Spital. Also es hat ganz viel in diesem Netzwerk zu wissen, hey, dort sind wir gut. In aller Demut und Bescheidenheit zu wissen, hey, da können wir etwas bieten. Mhm. Und ich denke, das ist clevere Wirtschaftsförderung. Und nicht einfach sagen, oh, ich will
so sein wie Zürich oder so sein wie Silicon Valley, sondern sagen, hey, was können wir besonders gut und wie können wir es fördern. Und gerade eben, was die Zeiteminsel macht oder ein Artdog, was da für Innovationen gemacht werden, das ist Wahnsinn und sie sind einfach zu wenig bekannt. Und ich denke, das ist wirklich auch eine Aufforderung an uns, das einfach die Bühne zu geben. Also alle Fördersysteme sehr gut, oder? Das läuft auch gut, das ist jetzt ein guter Aufbau. Jetzt muss aber auch noch ein breites Publikum wissen, was eigentlich hier abgeht. Mhm. Aber du hast auch schon angesprochen, man muss sich auch über Bern hinweg vernetzen. Unbedingt. Also, Bern hat einen riesen Vorteil mit der Sprache, Zweisprachigkeit, mit der Nähe. Wir sind mit drinnen, wir sind überall schnell. Wir haben aber auch das Verständnis ein bisschen für die anderen Kulturen. Wir können sehr gut zwischen der Deutschschweiz und der Westschweiz irgendwo vermitteln. Und ich denke, das ist auch ein riesiger Mehrwert, den wir viel mehr müssen fördern tun. Und zum Beispiel in Freiburg, was passiert mit der Blue Factory? Oder? Das ist eine riesige Industriebrache, wo früher Bier ist gemacht wurde, Cardinal, wo jetzt Kunst, Kultur, Startups, Wirtschaft, alle zusammen etwas machen und genauso Ideen auch ein bisschen inspirieren, zusammenarbeiten, schauen, was kann man zusammen machen. Das ist, denke ich, sehr wichtig. Und da haben wir aber wirklich Grundlagen dafür, weil wir wirklich vielleicht die Allüren, für das jetzt sagen, die Zürcher nicht haben, sondern wirklich interessiert sie an dieser Zusammenarbeit. Mhm. Jeremias, du bist am Nicken. Ja, ich müsste grinsen wegen der Allüren von den Zürcher, die armen Zürcher. Ich bin definitiv am Nicken, weil ich glaube, also wir haben globale Herausforderungen, die wir gemeinsam lösen müssen. Und es ist sehr gut, haben wir die verschiedenen Ebenen, Bern als Hub an sich, oder Kanton Bern mit den ganzen Regionen, auch ländlichen Regionen, NRP-Gebiete. Oder? Aber wir haben ganz klar auch der nationale und internationale Austausch schon mega wichtig ist. Oder? Und ich glaube, das ist auch eine Tendenz, vielleicht eine kleine Generationenfrage, aber heute spielt das nicht mehr so eine Rolle, ob ich jetzt in Zürich bin oder in Bern bin, sondern es ist sehr wichtig, dass man wirklich schaut, wo haben wir welche Expertise. Oder? Und darum, die USB-Positionierung, MedTech, Standort Bern, ist super. Fintech, Crypto Valley ist in Zug, Fintech ist vielleicht eher ein bisschen in Zürich. Und das heisst aber nicht, dass in Bern kein cooles Fintech kann wachsen kann. Aber da muss man einfach sich austauschen und ein bisschen mit den Leuten reden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Dass man den lokalen Aspekt anschaut, aber auch schaut, hey, wie können wir das Ganze auftun und wie können wir dann auch wachsen, oder? Und wirklich die grossen Probleme lösen, die wir haben. Mhm. Und Jeremias, ich möchte gerade bei dir bleiben. Wir haben noch eine Publikumsfrage. Nach welchen Kriterien wird entschieden, welches Startup unterstützt wird und welches nicht? Was sind so deine persönlichen Kriterien, die du in deinem Job in den Tag bringst? Ich schaue immer auf die Nasenform, nachher auf die Hände. Und wenn sie mir sympathisch sind, ist gut. Nein, Wir schauen natürlich Innovationsgrad, Maturität. Also ist es nur eine Idee oder haben die schon einen Prototyp oder haben die schon eine Firma gegründet? Das ist mal das erste Kriterium, das sicher wichtig ist. Dann schauen wir, und ich glaube, das ist der Hauptfaktor auf Personen. Mhm. Also, wer ist die Gründerin, die mir gegenüber hockt? Was hat die vorher gemacht? Mit welcher Motivation kommt die zu uns? Kann die ein Team aufbauen oder nicht? Und ich glaube, das ist so der Hauptaspekt. Und dann schauen wir gar nicht so, ob das MedTech, FinTech, DeepTech, was auch immer ist. Sondern wir schauen mal, was ist das für eine Person und ist die bereit, mit uns den Weg zu gehen und ist die auch noch fluide und dynamisch genug, Anpassungen zu machen. Und ich glaube, wenn wir dort das Gefühl haben, da ist ein Hunger rum, da ist eine Leidenschaft rum, eine gute Idee kombiniert mit einer guten Idee, kombiniert mit einem guten Team, dann ist das auf jeden Fall förderungswürdig. Ja, Jeremias hat es schon angesprochen, wichtig ist die Person, die gründet und das Unternehmen führen will. Und da gibt es ja eine Gruppe von eigentlich der Hälfte der Bevölkerung, die da irgendwie unterrepräsentiert ist. Friederike, woher kommt es, dass das immer noch so ein kläglicher Zustand ist? Also da muss man ganz kurz differenzieren, glaube ich, zwischen Startups und sonst Unternehmertum. Frauen sind sehr gut vertreten. Grundsätzlich bei alle, ich glaube 40% von allen Schweizer Unternehmen sind von Frauen geführt. Aber Achtung, es sind tendenziell die sehr kleinen Solopreneur-Firmen. Sonst Männer führen tendenziell dann eher die grossen. Bei den Startups sind sie tatsächlich sehr, sehr unterrepräsentiert. Also wir reden von nicht ganz 10%. Und für das gibt es verschiedene Gründe. Ich denke, Vorbilder ist immer noch ein Riesenthema. Es ist zu wenig. Oft sehen wir wirklich Start-up-Frauen irgendwo. Dann Risikoaffinität wird immer wieder genannt. Aus der Studie ist nicht ganz klar, ob Männer jetzt wirklich natürlicherweise viel mehr Risiko gerne auf sich nehmen.
tendenziell, oder ob es einfach auch ein kulturelles, uns anerzogenes Verhalten ist, dann denke ich, dass eine gewisse so eine heroische Kultur und ein gewisses Narrativ, das mit dem Start-up, so mit einem traditionellen Start-up einhergeht, auch ein Thema ist. Also Testosteron und ganz hart arbeiten für ganz viele Jahre mit ganz wenig Geld, um dann einen grossen Exit zu machen. Das zieht nicht per se Frauen unbedingt immer an. Und das Vierte, tatsächlich in dieser Zeit, wo man traditionellerweise für so ein skalierendes, grosses Tech-Unternehmen wollen, gründen oder wo potenziell gross werden kann, es fällt zwischen 20 und 30 tendenziell. Und dort bin ich sehr erstaunt, wenn ich mit jungen Frauen rede, dass sie häufig schon anfangs 20 ganz genau wissen, wie viele Jahre sie jetzt noch haben, bis sie ein Kind bekommen und wie das genau muss ablaufen. Und das ist dann tatsächlich mit so wirklichen Tech- oder so Start-ups nicht immer ganz einfach zu verbinden. Mhm. Was sind da eure Ansätze, um dem entgegenzuwirken? Also wir haben also ein Diversitätsprogramm ins Leben gerufen. Wir haben im Moment zwei. Das eine ist eine nationale Frauenkonferenz, der Women Empowerment Day, voraussichtlich am 9. Mai vom nächsten Jahr wieder. Wo es wirklich für vorwärtsdenkende Frauen, für Leaderinnen, Unternehmerinnen, Young Talents. Und sonst haben wir Girls Getting Started. Und das ist ein Herzensanliegen von mir. Das ist für Frauen unter 30, sagen sie aus Gimmis, Lehrtöchter oder Lernende, Young Talents, Studierende, wo man wirklich das unternehmerische Denken anführen. Und dort geht es nicht nur darum, Vorbilder kennenzulernen, sondern auch die eigenen Hürden zu spüren und sie eben zu überwinden, Arbeitswelt 4.0 kennenzulernen. Und ganz viele so Empowerment-Themen sind dort vereint. Ja, wir sind ja nicht so repräsentativ für die Startup-Welt mit unserer frauendominierten Runde. Christine, du bist ja auch schon länger in dem Bereich unterwegs. Wie nimmst du das Thema wahr? Bewegt sich da was? Ich finde es ganz schwer. Ich bin eine Energieingenieurin. Das ist auch schon mal per se auch ein sehr männerdominierter Bereich, Energie. Jetzt im MedTech ist es ähnlich, das ist allerdings schon etwas besser. Ja, ich glaube, es bewegt sich was, weil es gibt immer mehr gute Initiativen. Ich bin jetzt auch noch demnächst bei irgendeiner Mentoring im Powerhör, BPW, Business and Professional Women. Es gibt Netzwerke. Für mich ist eher das Thema, dass im Start-up, aber auch im unternehmerischen Bereich, die jungen Leute und vor allem auch Frauen, dass sie wissen, was gibt es. Und dass sie lernen, es gibt andere Optionen. Und das muss eigentlich schon sehr, sehr früh anfangen. Vielleicht sogar schon in der Schule. Da gibt es ja auch schon Initiativen. Und deswegen glaube ich, es gibt immer mehr Initiativen. Deshalb tut sich auch was, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Aber ich glaube, da muss schon ganz früh angesetzt werden. Also in der Schule, an der Uni oder auch, und das ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Unternehmerische. Ich habe an der Uni früher nie irgendwas von Unternehmertum gehört. Da ging es um, ja, wenn du dann mal eine Anstellung hast im Bereich XY. Mhm. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist jetzt inzwischen ist das anders, oder? Mhm. Und das braucht es. Und da gibt es auch an der Uni Bern jetzt inzwischen schon Initiativen, Innovationsbüro. Ich habe irgendwie eine coole Idee in meiner Forschergruppe. Und wo kriege ich denn Fördergelder her, um vielleicht auf einen Spin-off hinzuarbeiten? Mhm. Und da geht es natürlich um ganz viel um Aufklärung hört sich irgendwie blöd an, aber halt, dass die Leute informiert werden und frühzeitig damit in Berührung kommen, dass es verschiedene Optionen gibt. Ob jetzt jeder Unternehmer oder Unternehmerin werden will, ist ja nochmal dahingestellt, ist ja auch nicht jedermanns Ding. Mhm. Aber ich finde, es ist wichtig, dass Mann oder Frau die Option kennt. Mhm. Claudine, heißt es so, in der Bildung, wir brauchen mehr Vorbilder, mehr Bildung, auch in den Bereichen Unternehmertum für Männer und für Frauen? Also ich kann das nur bestätigen, was Christine gesagt hat. Es fängt wirklich einfach schon in der Volksschule an. Und dort sind auch die Lehrerschaft gefordert, sehr. Und dort habe ich oft das Gefühl, auch die Berufsbilder, auch im dualen Bildungssystem, die haben zum Teil völlig queere Vorstellungen, was man heute für Berufslehrer machen kann. Und dass man das wieder, also bei der, was macht man für einen Beruf in dem Moment, eigentlich ab der 7. Klasse, bei diesen Kids, die anfangen, ihr habt all die Optionen. Und auch bei den Mädchen sagt,
Weil dort fehlen wirklich oft Vorbilder. Sagt auch dir, also alles das, also all die Girls Getting Started, super, Youngpreneurs, die ja auch, dass man den Impact hat, macht eine super Arbeit, genau zu dem. Und genau das braucht es, dass die Idee haben. Weil ich beobachte oft, wenn Mädchen kommen, sind es meistens die beste Idee, weil sie sind schon 300 Mal durchgedacht und market-proofed und alles. Oder? Also es ist schon noch, die Rollenbilder sind einfach, ich sage immer, das ist so ein Slimy, oder, der uns klebt. Das braucht einfach schon noch ein Zeitchen, bis wir den wegbekommen. Aber dass wir es wirklich schon von Anfang an in der Schule, schon bei der Berufslehre entscheiden, dort ist ein grosser Aufholbedarf. Mhm. Ja, mir ist eigentlich auch noch mal wichtig zu sagen, was ist eigentlich der Kern des Unternehmertums und warum ist das jetzt nicht irgendwie etwas Abstraktes in der Bildung, sondern der Kern ist, ein Problem zu erkennen und eine Lösung dafür zu suchen und sich den Weg zu bahnen, vielleicht Hilfe zu holen, am richtigen Ort nachzufragen, selber auszuprobieren, Hürden zu überwinden, ganz viel Selbstwirksamkeit und so. Und das sind Themen, die sowieso im Leben wertvoll sind. Mhm. Wirklich unabhängig davon, ob man Unternehmerin oder Unternehmer werden. Und darum diese Skills. Nicht einfach sowieso, weil wir es jetzt gerade die Vertreterinnen und Vertreter von dem sind, sondern das ist wertvoll fürs Leben. Und darum sollte sie in der Schule verankert sein. Also du sagst auch, es sollte direkt in den Schulen verankert sein. Es braucht eigentlich nicht das Zusatzprogramm, sondern das ist jetzt wie die Krücke, bis man es mal geschafft hat, es wirklich in der Bildung zu verankern. Also ich bin natürlich pro alle Programme und so weiter, die das fördern würden. Aber was ich eigentlich will sagen, es kann im Kindergarten anfangen, dass man den Kindern nicht jedes Problem aus dem Weg räumt, sondern sie machen lässt und und vielleicht dabei begleitet, das Problem zu lösen und das trainiert. So. Ich kann vielleicht noch schon einhängen. Ich glaube, es ist schon ein Problem per se. Also die Eltern haben eine grosse Rolle. Wenn man so sieht, so die grossen Unternehmerinnen sind oft Frauen, die schon ihre Mütter im Unternehmen waren. Also das ist ja auch noch spannend. Ich denke, die Eltern, die Familie hat eine grosse Verantwortung, ganz klar. Aber bei der Lehrerschaft ist halt oft sehr weit weg. Jetzt gleich vom Wirtschaft, vom Unternehmertum, auch wenn man sagt, das sind Probleme, die man so hat. Aber dass man dort doch ein bisschen so Durchlässigkeit hat. Also ich habe immer mich erinnert, ich habe das immer mega spannend gefunden, wenn jemand mir das Unternehmen anschauen. Oder wenn jemand ist gekommen von BeAdvanced, stelle ich mir super vor, weil die Kids das können zulassen. Ah, das gibt's. Oder dass man dort die Durchlässigkeit, also auch die Wirtschaft ein bisschen näher, das KMU, das Unternehmertum ein bisschen näher an die Schule tut, das denke ich eine grosse Sache. Und nicht einfach sagen, ah, das ist im Lehrplan 21, die Lehrer können das schon. Ich glaube, für viele Lehrer ist das auch schwierig. Die haben ja, wir sind ja eben auch keine Lehrer. Also, die haben ja sehr grossen Respekt. Oder? Die haben ganz viel, was sie schon müssen können. Aber dass man dort eine gewisse Durchlässigkeit herbringen würde, das fängt ich sehr gut. Ich glaube, das braucht Aufklärungsarbeit wirklich eben genau auf Seite Lehrerschaft und in allen politischen Lager. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass der Begriff Wirtschaft ein negativ konnotiert ist. Ich verwünsche mich selber manchmal, dass ich mich entschuldige und sage, ich bin eigentlich ein Mischi aus einem Hippie und einem Punk, aber ich habe noch Wirtschaft studiert und jetzt mache ich Wirtschaftsförderung. Oder? Weil man oft das Gefühl hat, das macht man nicht unbedingt, weil eben man sollte sozial sein und man sollte nachhaltig sein. Und dabei stimmt das gar nicht, weil Geld verdienen, oder eben, du hast es wunderschön gesagt, du hast ein Problem, wo du eine Lösung entwickelst, um das Problem zu lösen und suchst dir den Weg, dort hin zu bahnen. Mhm. Und ich glaube, das ist das richtige Mindset. Es geht nicht darum, reich zu werden oder möglichst schnell reich zu werden, sondern Wirtschaft ist viel mehr. Das ist etwas Neues schaffen, etwas Neues kreieren, neue Grundlagen machen. Und ich glaube, das fällt wirklich dort an. Oder? Also, wenn ich mal ein Mädchen habe, kann das selber wählen, ob es blau ist oder pink, wie wir die Wände anmalen. Und das so Ingenieurin werden, ich glaube, das ist wirklich, dort unten fällt das an. Dann machen wir, glaube ich, schon gute Arbeit. Aber es ist noch so ein bisschen eigentlich ist ja Unternehmertum Freiheit, wenn es funktioniert. Oder du nimmst dir selber, du hast den Mut, dich frei zu machen von einem Arbeitgeber, indem du Arbeitgeber wirst. Oder? Und das ist eigentlich etwas mega Schönes. Und das wäre eine andere Geschichte und ein anderes Narrativ als das, was man heute hat. Eben mit diesen Männern, mit diesen Patronen, mit dem Testosteron-Ölbögeln, HSG-Zeug, wo glaube ich, nicht mehr 2021 ist. Mhm. Und vielleicht ist es gerade auch die perfekte Überleitung zu unserer Publikumsfrage. Nämlich, es geht ja nicht nur darum, junge Personen zu fördern, dass sie ein Unternehmen gründen, sondern was ist mit den älteren Personen, mit den Frauen, die vielleicht schon Kinder haben? Wie kann man deren innovatives Potenzial nutzen? Christian, du hast ja schon viele Startups begleitet und du bist ja selber unternehmerisch unterwegs. Was denkst du, was braucht es da? Erstmal Mut und einfach sagen, ich denke jetzt mal anders und
Ich glaube, vielleicht gerade, weil du hast gerade Kinder und Familie und Eltern, was auch immer das dann heißt, erwähnt. Ich glaube, das sind oft gute Zeitpunkte, um zu sagen, ich mache jetzt was Neues, weil dann machen das auch viele. So beobachte ich das. Aber viele denken, ja, ich brauche jetzt eine super Idee. Natürlich ist eine super Idee gut, aber man steht ja nicht allein da. Es gibt so viele gute Orte, wie zum Beispiel ein Impact Hub, wo man sagt, ich kann mich inspirieren lassen. Es gibt einen Skillshare-Lunch oder ich gehe zu Netzwerken oder ich surfe im Internet. Ich meine, es gibt wirklich da viele Möglichkeiten. Und ich glaube, genauso eine gute Anlaufstelle ist, kann auch Be Advanced sein, oder? Also es ist wirklich so, ich möchte unternehmerisch was machen, ich habe da vielleicht eine Idee, was muss ich eigentlich machen, um weiterzugehen. Und ich glaube, da haben wir auch recht gute Anlaufstellen inzwischen. Aber das heißt, wenn ich jetzt als Zuschauer oder Zuschauerin dazuhöre und ich finde sowieso, ich will was machen, aber ich weiß noch nicht so genau was, ich weiß auch nicht, ob ich den Mut habe, dann schlage ich vielleicht einfach mal beim Impact Hub auf und schaue da so. Dann kommen Sie nach oben zu uns Wir eine Gründerberatung. Das funktioniert perfekt. Ja. Absolut. Also wir sind absolut genau so ein Ort, wo man einfach reinlaufen kann und mal schauen, was läuft. Bei uns hat es ganz, ganz viele Events, wo eben, also wir haben ganz viele Leute, wo genau in dieser Lebensspanne sind, mit kleinen Kindern, die diesen ganzen Herausforderungen ausgesetzt sind. Oder dann auch ältere Leute, die vielleicht noch etwas Neuem Ausschau halten. Also die können wirklich einfach zu uns kommen, andocken, schauen, was gerade läuft, sich informieren im Internet. Und dann vorbeikommen und wir schauen auch für, genau, wo können sie weiterschicken zu Be Advanced oder können sie mit da jemandem verknüpfen oder sollen sie mal an diesen Anlass kommen. Und dann geht es ganz viel um die Themen. Mut tanken, schauen, wo sind meine Möglichkeiten, wo sind meine Schritte, wo ich kann gehen und sie dann einfach anpacken und gehen. Ich kann noch schnell ein Beispiel geben von der Business and Professional Women, die wir ins Leben gerufen haben, ist die Lena Stiftung. Und dort haben wir genau für Frauen, die zum Teil geschieden sind, Kinder haben, die sich einfach wie festgefahren sind im Beruf, also die wollen wie eine Weiterbildung, aber jetzt nicht in diesem Beruf, sondern einfach machen. Und hat, aber es gibt in der Schweiz fast keine Stiftungen, die das helfen. Und dort haben wir gesagt, dort gehen wir rein. Und dort haben wir jetzt so berührende Geschichten, wo wir diesen Frauen wirklich helfen, finanziell, aber eben auch mit einem Coaching. Und das ist genau das, was sagen, hey, du kannst stark anklopfen, wir sind da, wir helfen dir empoweren. Und das denke ich, das sind schon so wichtige Angebote. Und das ist lustig, die Frauen haben uns immer einfach vom Internet ausgefunden. Sie haben gesagt, weiter, weil Frauen, oder? Umschulung, wo komme ich her? Und ich denke, dort ist schon, haben wir auch aus Gesellschaft eine Verantwortung, dort schon herzuschauen. Es ist oft, ist man so ein bisschen gefangen in etwas. Und dass man wie einen Schritt kann haben, den Mut kann haben, einen Schritt zurück zu sagen, hey, können Sie anders machen? Es hat hier ganz viele Themen. Das ist schon etwas, wo wir, eben die Berner vielleicht nicht so mutig waren, wo wir schon ein bisschen mehr müssen, vorherstellen müssen. Weil es gibt alles. Also Durchlässigkeit ist eigentlich da. Man muss einfach den Mut haben, sich auf das einzulassen. Ja, und nur schnell zum Ergänzen. wenn man die Erfolgsquoten anschaut. Ich gehe dann nach Hause, ihr könnt dann einfach weiter diskutieren. Das ist eine mega interessante Frage von der Emma. Oder? Weil sie sagt ja nicht nur Frauen und Männer, sondern auch ältere Personen. Und ich glaube, das ist auch wieder so etwas, was zum Teil falsch verstanden wird. Weil, wenn man schaut, statistisch, wer die erfolgreichsten Start-Upper sind, sind das nicht die 20-jährigen Uni-Abbrecher im Schnitt, sondern es sind genau 40-jährige, 45-jährige. So wie bei den Langstreckenläufern. Ja, also. Du wirst immer besser, du hast Erfahrungen, du hast ein Netzwerk und das wissen viele nicht. Und nur weil Start-Up heisst oder Jungunternehmer, heisst es nicht, dass es junge Unternehmer sein müssen, sondern sie sind jung im Unternehmertum. Und das ist ganz relevant. Und darum tue ich alle auffordern, die Ideen haben, die so etwas machen wollen. Eben, kommen vorbei, gehen die Hub, suchen den Anschluss beconnected.ch. Dort findet ihr wirklich, dort kann man sich gut informieren. Und das ist, die Welt ist offen. Und wir haben immer mehr, in der Gründerberatung haben wir mehr Frauen als Männer. Und die sind genau in dieser Altersgruppe sehr viel. Das sind wirklich Leute, die sagen, ich habe jetzt 20 Jahre lang gearbeitet, ich wollte etwas Neues machen. Ein ganz wichtiger Schritt finde ich nur schon, dass man eben an einen Ort wirklich geht und sich bewusst wird, ich bin nicht allein. Weil die Chance, dass man sich, wenn man jetzt kleine Kinder hat und irgendwie ja, vielleicht auf sich allein gestellt ist, dort allein fühlt, die ist riesig. Und das Gleiche, wenn man ein bisschen älter ist und so weiter. Dann kommt an einen Ort, ich beweise euch dann, dass es so viele gibt, die in eurer Situation sind. Und allein schon das, zu lernen, ja, ich bin nicht allein, hat so einen Uplifting, so einen Moment von Empowerment, der ganz wichtig ist. Christine sitzt schon ganz lange auf ihrem Input. Nein, ich kann es, glaube ich, noch mal kurz versuchen, auf einen Punkt zu bringen. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn ich möchte jetzt was anders machen oder was Neues,
dass man rausgeht und was macht. Mhm. Sei es, ich fange an zu recherchieren, ich gehe an einen Ort. Und allein dadurch, dass man aktiv wird, kommen Sachen ins Rollen. Und manchmal kommen da auch Sachen zu einem, wenn man sagt, ich möchte was anderes machen, ich weiß noch nicht genau was. Holt man sich Inspiration und es passieren dann Sachen durch Zufall oder weil man es auch angetriggert hat. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man dann einen Schritt nach vorne geht. Mhm. Und das gilt jetzt nicht nur für Frauen, oder? Also es gilt auch für ganz viele Menschen, die jetzt während Covid viel mehr allein sind, als sie gern wären. Mhm. Und die müssen nicht unbedingt arbeitslos sein und so, sondern wirklich so viele Menschen betrifft das. Und bleibt nicht allein, sondern sucht euch Ort, wo noch andere sind, wo ihr ins Gespräch kommen könnt. Das heisst, Claudine, mehr Mut für die Berner und Bernerinnen zum unternehmerisch unterwegs sein. Wunderbar, perfekte Quote, genau. Ich danke euch allen, es war super spannend und kurzweilig mit euch, wie immer. Ich sehe, ihr könntet, glaube ich, ohne mich gerade weiter diskutieren. Und ich nehme den Punkt auf, wir reden nämlich nachher auch gerade über digitale Skills von Nachwuchskräften. Das heißt, da werde ich gleich auf das Thema Bildung und Unternehmertum dort zu sprechen kommen. Und ich hoffe, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen fühlen sich jetzt inspiriert zum auch ihr Unternehmen starten oder bei den vielen Anlaufstellen, die sie jetzt gehört haben, mal vorbeizuschauen.